Und somit hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. So. Hast du die paar Meter jetzt nicht mehr geschafft ins Bett, ja? Okay. Kann ich total nachvollziehen. Dass so, weiß ich nicht, 5 Schritte doch zu viel sind, wenn man so müde ist. Unzufrieden. Leider nein, wir sind zu müde. Um 8 Uhr. So, dann gehen wir mal schön schlafen. Aber ist Paco ein Senior? Ja, und was mit Fiona? Auch. Ach ja, das habe ich gemacht, ne? Hält noch fürsorglich. Okay. Unschuldig und Helden, ne? Na toll, fällt sich. Der Oreo. Hier oben auch schon ein paar zu mehr. Kannst du nämlich duschen. Duschen gehen. Und dann mal ganze Reste essen. Oh, guck mal, das schläft davor. Wie süß. Okay. Ein Knopf. So, spulen wir mal ein bisschen vor. No, 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 no. Oh, ja. Bist du jetzt wach? Kannst du jetzt mit deiner sexy Boxershorts duschen gehen? Was hältst du davon? So, du stehst auch auf. Kannst du das ein Leckerchen geben? Paco umarmen. Den Tierchen ein bisschen wieder Aufmerksamkeit schenken. Während Max duscht. Bis zum geht nicht mehr. Der Paco ist jetzt da unten, ne? Okay, dann gehst du halt unten duschen. Aber vorher machst du das Klo sauber. Weil wenn du das sauber gemacht hast, kannst du es verwenden und eine dampfende Dusche nehmen. Und die Wäsche mal in den Trockner. Die ist energiegeladen. Oh, er auch. Das ist doch super. Oh, mich juckt der Finger. Okay.
Keine Ahnung, wieso. Fühnchen. Oh, da ist das nicht. Kannst du bitte bürsten? Kannst du bitte bürsten? Du tust, was ich dir sage. Oh nein. Ah. Ich dachte gerade, das Spiel stürzt ab. Okay, aber zweimal bürsten brauchst du die auch nicht. Einmal bürsten recht vollkommen. Dann kannst du ihn mal hochnehmen, damit du den gleich dahin mal hier unten absetzen kannst. Und der kann auch da machen, ne? Für die Großen ja auch. So. Einmal bitten, das Geschäft zu erledigen. So, belehr sie mal, es wird nicht gebettelt. Das geht so nicht. Ja, da knurrt die den eiskalt an. Böse. Frag mal, was los ist. Was hat die denn? Nix. Oh, Bemvoy? Afflin? Eine Drama Queen. Fiona sieht wütend aus. Beruhig sie, bevor sie Ärger macht. Fiona beruhigen. Shiva Fweb. Jerba Warble. Ist das schon die Dummheit, die sie tut? Wadisa. Weil beruhigen können wir sie jetzt nicht mehr. Frifa, Schaus. Yay, sie hat's gelernt. Du kannst mit ihr was spielen und aufräumen. Gemütlich, Prinz, wie du da so liegst. Meine, ja, kuschelige Betten und so, aber. Hey! Boden ist auch cool. Haben nur keine Fußbodenheizung. Dann wäre das noch cooler. So, Wäsche trocknen. Durchsuchen. In die Waschmaschine stecken. Durchsuchen. In die Waschmaschine stecken. Komm, lass du die Fiona jetzt mal in Ruhe. Der kann die bürsten. Oder auch nicht. Streichel sie. Rede mit ihr. Gib ihr ein Leckerli. Oh, Lern sie kennen. Harpenusch. Und dann bietest du mal die Freundschaft an. Sie ist kokett wegen der Dusche, ja? So, dann kannst du das dann mal waschen. Dann kannst du immer deine Lieblingsstelle. Wir können ja Sachen weiterentwickeln. Unser schönen Garten. Hey, Swarsalatsuni. Squire Borbahe. Zaparo Pondel. Bruja Galopa. Oji. Was ist das? Dann kannst du sie nochmal streicheln. Spielst du nochmal mit ihr? In a prep suna, Oh, Freunde. Yibsy. Rizap. Sind wir jetzt Freunde? Kriegst auch noch mal ein Leckerli von uns. Wobehey! Quas. Okay. Oh, der Hund muss Gassi. Komm, dann geh du doch mal mit ihm
Spazieren. Ich mach mit immer einen kurzen Spaziergang. Das ist sowieso den ganzen Tag. Zu Hause. Sursa. Okay, ja, ich weiß. Oberoi. Yay, die haben Freundschaft geschlossen. Können wir sie jetzt auch bürsten dann? Crouchy. Ja, super. Musst du heute arbeiten? Ja, das heißt. Obwohl, doch, du schaffst doch. Solltest du hinkriegen, mit dir auch einen kurzen Spaziergang zu machen. Sollte möglich sein. Muss eigentlich irgendwas für deinen Job tun? Na, eigentlich trainieren. Ah, warte. Der Hund ist wichtiger und du hast Hunger. Gerse. So, dann geht ihr mal spazieren los. Ach, falsch. Wollte auf dich klicken. Tick, 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 tick. Ja. Kann der ja. Sollte bis dahin doch schon wieder zu Hause sein. Oder nicht? Boah. Wozu habe ich viel Katzen, wenn ich trotzdem Mückenstiche kriege, Mann? Das ist so. Und vor allem an Finger. Das ist so doof. Das Winterfest steht an. Okay. Und zack. Oh, mach das hier mal. Öffne das mal. Nein. Das ist mit dir. Du musst Pipi hier. Dann musst du das auf der Arbeit gleich tun. Ist heute mal ein bisschen später zur Arbeit. Nicht schlimm. Okay, wir gehen raus, der Hund bleibt wir gehen rein, der Hund bleibt drin. Okay, gut zu wissen. So, erstmal wieder das Outfit ändern. So, dann kannst du das dann mal wegwerfen. Dann darfst du auch was essen. Danach gehst du dann. Und der Hund hat drinnen gespielt. Ah, du böser Hundi. Bleib stehen. Aber wir können ihn nicht belehren. Ach, er kann ihn nicht belehren, aber wir. Nein, ist schon zu lange her. Okay. Dann gehen wir mal hier in unseren Garten, der auch definitiv Pflege braucht. Aber. Ja, was blinkt denn da? Ist das das? Auf jeden Fall können wir alle Jäten und alle Gießen machen. Das. Schups. Perfekt. Bevor wir dann die jetzt mal alle verkaufen später. Zack, das auch weiterentwickelt. Ich bin echt zufrieden mit unserem Garten. Unserem Gewächshausgarten. Oh. Gehen wir arbeiten. Bis schon sehr spät dran. Dann kannst du Fiona mal nach Hause rufen.
Ui, Fienchen, du musst aber mal. Pipi. Hi, Silas. Und Ii. Okay. Wegwerfen. Obwohl, wir warten jetzt gerade auf Fiona, ne? Wo bleibt das Mäuschen denn? Na, das ist Paco. So, er ist zur Arbeit. Ich hoffe, du gehst auf der Arbeit auf Klo. Ah, sie ist schon lang. Also. Wie kann man so nervig sein? Steck deine Energie vom Maul mal lieber in die Jagd von Mücken. Du willst Stress. Aha. Ich sehe es ja. Und ich höre es. Ja. Oh Mann. Ja, du bist so nervig, weil du da so bist. Du bist aber nichts zufrieden, ne? Wenn du gekrault wirst, bist du nicht zufrieden. Wenn du nicht gekrault wirst, bist du nicht zufrieden. Wenn es Essen gibt, bist du nicht zufrieden. Du bist nur zufrieden, wenn du schläfst. Dann gibt es ja keinen Ton von dir. Da. Boah, ja, ich höre dich laut und deutlich. Ich fühle dich mit meiner Hand, dass ich graule. Und ich sehe dich, wenn ich dich angucke. Nee. Wir haben gerade was zu tun. Ja, Mau. Ist gut. Mau ist jetzt zu Ende. Von danach kannst du dann auch mal. Oh, ich glaube, wir müssen das der Fiona schon gar nicht mehr sagen, ne? Willst du nicht mal Pipi machen? Okay, müssen wir doch sagen, okay. Die hat nur groß gemacht. So, dann kannst du wegwerfen. Wegwerfen und selber mal auf Klo gehen. Bevor wir dann hier den Mega-Verkauf machen. Ja, wir bräuchten echt mal so einen Sprengler. Oh, er ist auch wieder zu Hause. Naja, was heißt zu Hause? Er steht da hinten. Das weiß er nicht, aber da wohnst du nicht mehr. Du wohnst, wo wohnen wir? Wo wohnen wir? Wo wohnen wir? Wohnen wir hier? Nein. Da wohnen wir. Aber falls du zu deinem Bruder wolltest, der ist hier. Da halte ich mal mit dem. Oh, wir fragen unseren Bruder mal nicht nach der Gesundheit. Das kommt komisch. Glaube ich. So, dann bist du da ja fertig. Dann gehst du hier hin.
Und mach's bitte einmal mega verkauf. Ich hoffe, du hast abgezogen. Stimmt, das müssen wir ja auch noch machen. Stimmt, da war ja auch noch was. So, was wird denn jetzt alles verkauft? Okay, dann gehst du hier hin. Mega Verkauf. Ja, hier noch nicht. Mega Verkauf. Okay, jetzt haben wir dann aber alles. Okidoki. Dann darfst du hier das jetzt mal reparieren. Der unterhält sich mit seinem Bruder sehr schön. Danach kannst du Reste essen. Und schlafen. Ich weiß nicht warum, aber ich kann kein nicht mehr auf Baby machen klicken. Vielleicht wisst ihr, wo es dran liegt. So, dann wegwerfen, aufwischen, weglegen. Und den bitte baden. Das wäre super. Du hast es weggeräumt. Ja, wenn du das gemacht hast, kannst du ihm ja noch mal sagen. Und bitten, das Geschäft zu erledigen. Ich drücke falsch. Okay. Schlüsselbesitzer, fester Freund, beste Freunde, Seelenverwandt. Okay, dann wollte ich hier auch gucken. Die findet sie auch extrem attraktiv. Und die steht mit nichts. Okay, gut. Kann man das aufwischen? Das ist ein Weg, okay. Schade, dass ich es so wegwerfen kann, aber dann machen wir es mal. Eben. Machen wir das mal dahin. Dann aufwischen. Okay, die muss aussehen, okay. Die muss aussehen, alles klar. Verdammtes Essen aussortieren. Sehr schön. Haben wir immer noch Essen da drin? Ja, dann nimm dir mal Reste. Und wenn du das getan hast, also wenn du gegessen hast,
Darfst du schlafen gehen? Oh, wir haben, werden bald unsere Periode haben. Okay. Aber wie geht's denn unseren Tierchen? Du musst aufs Klo und du musst spielen, aber sollte eigentlich genug vorhanden sein zum Spielen. Du kannst auch Tampons und Binden benutzen. Interessant. Ja, ich dachte, das wären nur Frauen vorenthalten, aber da lag ich falsch. Männer können es auch. Prinz möchte Zuwendung. Streichel ihn und gib ihm ein Leckerli, bevor du das da machst. Das Tierchen geht vor. So, dann darfst du duschen gehen und nach der Dusche darfst du Zähne putzen. Hol erst Zähne putzen, dann duschen. Ich glaube, das ist in Folge. Ohne. Oh, wir haben Freundschaft mit ihm geschlossen. Schön. Jetzt muss es dir doch auch besser gehen, Princey. Oder willst du nicht mehr hier das Katzenklo benutzen? Er möchte schlafen, okay. Ist auch kein Thema. Kannst du auch. Du kannst aber auch danach. Wir haben gar keine Betten hier drin, ne? Dann kannst du ja auch hier unten eigentlich schlafen. Hier. Ist das so erschreckend, dann benutze das Katzenklo und geh dann hier. Nee, bitte erstmal Katzenklo benutzen. Ich möchte nicht, dass du gleich ins Bettchen Pipi machst. So, dir geht's gut. Die geht's blenden. Danke, was ist denn hier? Haben wir hier noch keinen Merkmal? Nicht? Dann untersuch mal die Taschen und Waschmaschine machen und Dosefilter reinigen. Und das war der falsche Knopf. Zack, zack. Ah, das ist wieder kaputt. Deswegen können wir das nicht hier draußen aufhängen. Alles klar, gut zu wissen. Gut zu wissen. Was hast du? Bist du krank? Falsch, du wirst mir schlecht sagen können, was los ist. Ja, du bist krank. Da ist zwar Wäsche drin, aber wir können sie nicht waschen. Dann bring du ihn mal zur Tierklinik, bitte. Das Frauchen noch heier macht. Juckt. Oh, Paunisch, Ninrab. So. Was machen wir dann heute zu essen? Ich hätte noch mal Nudeln mitnehmen sollen.
Und dann hätte ich jetzt Nudeln gemacht. Naja. Kann man nichts machen. Muss ich mir was anderes überlegen. Aber erstmal lassen wir uns an. Und behandeln. Wir haben das Winterfest. Wir sind mal so großzügig. Super, dann hoffe ich auch, dass der drangenommen wird. Und nicht, dass es wieder 10 Jahre dauert. Da geht die erst halt wieder. Ja. In welchem Behandlungsraum? In den. Okay, dann setzt du dich bitte dahin. Es ist schließlich unser Hund. Da müssen wir natürlich dabei sein. Und er ist ein Senior. Aha. Und er hat Angst. Olnab Yabara. Ein Foto machen. Ich hoffe, das war jetzt Foto. Nein. Jetzt aber so ein Foto. So. Super. So. Dann bitte weiter behandeln. Wir sind nicht größer, wir haben zwar das Geld, aber es kommt ja auch noch. Miete. Room is Lob ich einfach mal, dass es so lieb war. Können leider kein Leckerli geben. Aber dann ab nach Hause. Drücke G um. Okay. Ich hab's verstanden. Ich hab zu spät geguckt, was da drauf steht, aber ich. Das wissen wir ja schon. Klauen sind Erforderungen deines Sims, aber du brauchst sie nicht zu erfüllen. Fenstermode. Ich will Fenster und einfach im Fenster verstreben können. Ah, wir sind wieder zu Hause. Super. So, Reste essen. Du gehst erstmal auf Klo. Unschön dekoriert. Achso, ja, das ist kaputt. Vielleicht solltest du das mal reparieren. Oder wir. Ah, komm, für 100 ersetzen wir das. Für 100 ersetzen wir das.
Aber sie macht Sport. Und mit diesem wunderschönen Bild verabschiede ich mich jetzt von euch. Und mit der dampfenden Hunde im Hintergrund noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Und somit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.